Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wie gepudert aus. Ja, meine lieben Freunde, mein Name ist Dawood. Willkommen zu Drive Powered by TV Straßensound. Ihr seht, meine Kiste ist voll geschneit. Ich habe meine Winterreifen drauf. Erstmal, wie findet ihr die? Das sind 19 Zoller Continental Winterreifen für Elektrofahrzeuge, Wintercontact, sonst was. Letztens habe ich in einem Video gesehen, dass es gar nicht so wichtig ist, dass man Elektroräder draufziehen soll. Man kann auch Räder nehmen mit einem niedrigen Rollwiderstand. Aber check dazu mal das Video von ADAC ab. Heute machen wir mit meinem Audi e-tron GT einen Wintertest, einen Langstreckentest. Ich werde die Kiste hier auf 100% vollladen. Wir sind gerade bei 97%. Ihr wisst, die letzten Prozente tun immer sehr, sehr weh. Und mit dem Fahrzeug werden wir gleich in Richtung Berlin fahren. Wir hatten ja schon den Langstreckentest im Hochsommer gemacht, wo es 25, 30 Grad war. Jetzt bin ich echt gespannt, wie weit der e-tron GT im effizienten Modus, also ich werde so bis 140 km/h fahren, auf Winterreifen kommt. Was denkst du, Philipp? Schaffen wir es bis nach Berlin oder müssen wir zwischentanken? Also ich hatte ja gerade schon gesagt, einmal nach Berlin sollten wir schaffen. Aber ich glaube tatsächlich, wird sehr, sehr eng. Ja. Wird sehr, sehr eng. Also wir werden das Auto jetzt nicht extrem drücken, aber 140, 130 km/h ist eine vernünftige Reisegeschwindigkeit auf der Autobahn. Ich bin gespannt, wie der jetzt auf Winterreifen performt. Wir haben es genau 0 Grad, also plus, minus 0 Grad rund um den Gefrierpunkt. Und ja Mensch, lass uns so auf ein, zwei Details eingehen, wenn man ein Elektrofahrzeug hat und es schneit. Der große Vorteil ist bei Elektrofahrzeugen ist, dass fast jedes E-Auto eine Standheizung hat. Über den Akku kann man den abrufen. Die meisten machen das über die App. Und meine lieben Freunde, da immer schön vorheizen. Dann braucht ihr auch nicht mehr zu kratzen, wie ihr gerade seht. Das Auto ist an den relevanten Stellen frei. Vorhin hatte ich ein kleines Problem gehabt. Ich wollte hier den Ladestutzen aufmachen. Und ja, hier ist mein Wecker. Guten Morgen. Ich wollte den Ladestutzen aufmachen. Und der war so ein Stück eingefroren. Da musste ich ein, zwei Mal drücken. Und wenn es jetzt komplett kalt ist, muss ich mal schauen, ob ich den aufbekomme. Und ob die hier irgendwie so eine Wärmefunktion haben. Keine Ahnung, meine lieben Freunde. Was man auf jeden Fall machen sollte, wenn das Auto angesteckt ist, dass man die Heizung schon laufen lässt. Weil dann wird ja keine Energie aus dem Akku geschöpft, sondern direkt von der Ladesäule. Und dann verbraucht man da nichts. Das andere Ding, was man machen sollte, wenn man ein E-Auto hat, ist, sich da reinsetzen und einfach die Fresse halten. Wir haben jetzt hier an der Ladesäule nur die letzten Prozentpunkte hochgeladen. Da ist es auf jeden Fall auch immer sehr, sehr langsam. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie die Ladeleistung ist, wenn man im Winter an einen High-Power-Charger ranfährt, ob wir an die 270 kW rankommen, die der Audi im Hochsommer bringt, oder ob die Ladeleistung wirklich eine Katastrophe ist. Also Freunde, steigt ein, wir sind jetzt bei genau, schauen wir mal kurz, Philipp, hier ist bei genau 98%. Den 1% gönnen wir uns noch, damit die Leute am Ende nicht sagen, hier, ihr habt den nicht vollgeladen. Aber glaubt mir, 98% ist schon sehr, sehr voll. Steigt ein. Okay, meine lieben Freunde, wir werden hier selbstverständlich mit der Klimaanlage auf Eco fahren. 24 Grad ist eine vernünftige Temperatur. Das Auto ist vorgewärmt, Sitzheizung ist an und hier haben wir unser Ziel. Ionity auf der A10 südlich von Berlin. Die Route wird berechnet. Okay. Achtung, die Route enthält Verkehrsstörungen. Das Ziel kann mit der aktuellen Batterieladung nicht erreicht werden. Sollen Ladestationen gesucht und automatisch eingeplant werden? Nee, erstmal nicht. 281 Kilometer. Wir fahren selbstverständlich im effizienten Modus. Wir sollen mit der vollen Akkuladeleistung nur 264 Kilometer kommen. Das gibt mir auf jeden Fall zu bedenken. Das gibt mir auch allgemein zu bedenken, dass man mit einem vollgeladenen Audi e-tron GT Akku nur 264 Kilometer kommen soll. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen.
Das Auto hat sich selbstverständlich meine Fahrweise gemerkt, die ich auf den letzten Kilometern hatte. 150. Komm, machen wir hier die Ansage mal aus. Aber ich bin wirklich auch 200 km/h, 180 km/h, 160 km/h auf der Autobahn gebrettert. Wo waren wir letztens in Hamburg mit auf dem Sommerreifen? Und ich hoffe, dass der die 281 km hinbekommt. Aber ich weiß nicht. Ohne Garantie. Wir werden natürlich, falls wir merken, dass wir es nicht schaffen sollten, die Reißleine ziehen und einen High-Power-Charger zu vorladen. Der Akku wird auf jeden Fall, wenn man den Charger ins Navi eintippt, vorkonditioniert. Und ihr seht hier, wie der ganze Schnee schon am Schmelzen ist. Genau ein Grad jetzt. Das ist auf jeden Fall der Wintertest. Und Freunde, wir nehmen euch immer mal wieder so ein bisschen mit und sind sehr gespannt. Was denkt ihr, wie weit kommen wir mit dem voll aufgeladenen Akku von dem Audi e-tron GT? Und WLTP wird das Fahrzeug mit 501 Kilometer angeben, was selbstverständlich im Winter utopisch ist. Ich denke, im Sommer auch. Aber dazu haben wir auch den Langstreckentest gemacht. Checkt den ab, der ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns gleich auf der Autobahn. Ja, Freunde, wir begeben uns gerade auf die Autobahn und haben hier einen wundervollen LKW mit einer schönen Ladung an Taycans, die alle entpackt sind. Und das einzige Fahrzeug, was eingepackt ist, ist der Porsche GT3. Das ist doch ein Statement, meine lieben Freunde. Wir gehen jetzt langsam hier auf die Reisegeschwindigkeit hoch. Ich fahre gerade 130 km/h. Wir befinden uns gerade hier auf der Audi A7, aka Autobahn A7, und biegen jetzt hier rechts auf die Autobahn A2 drauf. Und wir sollen quasi mit dem vollen Tank jetzt noch 251 Kilometer kommen. Das Ziel ist 263 Kilometer entfernt. Und so langsam merkt man, dass das Auto sich meiner Fahrweise anpasst. Das Auto ist zum Glück ein Quattro. Man kennt das ja, also ein Allradantrieb von Audi. Das Ding ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und man rutscht nicht weg. 0 Grad ist eine sehr, sehr gefährliche Temperatur, weil der Schnee schmilzt, gefriert und dadurch wird die Fahrbahn ziemlich glatt. Aber jetzt mit den Winterreifen merke ich, dass wir hier vernünftig über die Autobahn cruisen können und wir rutschen nicht. Soll ich mal ein bisschen Gas geben hier in der Kurve? Nee, besser nicht. Wir fahren auf die Autobahn drauf. Ob er überhaupt ausbrechen würde, wäre noch meine nächste Frage. Audi Quattro. Schöne Winterreifen von Conti, das muss doch halten, meine lieben Freunde. Ja Mensch, jetzt werden wir hier höchstens 140 km/h fahren. Ich gebe das mal in den Tempomaten ein. Und würdest du sagen, dass 140 eine gute Geschwindigkeit ist auf der Autobahn? Gute Reisegeschwindigkeit? Beste Reisegeschwindigkeit, würde ich schon fast sagen. Ja. Die Richtgeschwindigkeit liegt ja bei 130. Hier haben wir 120, wenn die natürlich nicht überschreiten und wenn gleich freigegeben ist, machen wir einfach 140 auf Chill und auf jeden Fall hier einmal die Scheiben putzen, weil das ganze Streusalz merkt man schon direkt, auch auf der Motorhaube, was aufgewirbelt wurde. Ja, Freunde, wir sind am Cruisen, bis gleich. Okay, Freunde, wir haben jetzt unsere Reisegeschwindigkeit erreicht, sind auf der Autobahn. Ich hatte vorhin vergessen, den Kurzzeitspeicher zurückzustellen, das habe ich vor 5 Kilometern jetzt gemacht. Wir verbrauchen bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von, ja, jetzt gerade 126 Kilometern die Stunde 32 kW. In diesem Akku sind ca. 90 kW verfügbar und ich bin sehr, sehr gespannt, wie weit wir kommen und ob wir unser Ziel erreichen. Wir haben jetzt zum ersten Mal den Punkt erreicht, dass wir mit der Ladung von jetzt 202 Kilometer die 201 Kilometer Strecke bzw. das Ziel erreichen. Ich finde, bis dato schlagen wir uns gut auf der Autobahn. Wir sind hier bestimmt nicht am Kriechen. 150 ist echt vernünftig, gerade bei diesen Temperaturen. Ich merke auch, dass viele Leute sich mit ihren Autos zurückhalten, weil noch nicht jeder seine Winterreifen draufgezogen hat. Und das ist ziemlich gefährlich, meine lieben Freunde. Also, ihr kennt ja alle den Spruch von O bis O, von Oktober bis Ostern.
ich schaue da auf jeden Fall in den Kalender rein. Und sobald die Temperaturen Richtung 0 Grad gehen, wechsle ich rüber. Und das solltet ihr auch machen, meine lieben Freunde. Weil hier bei dem Schnee hier, wie ihr seht, mit Sommerreifen und dann auch mit irgendwelchen Heckantriebsfahrzeugen, gefährlich, sehr, sehr gefährlich. Philipp, wolltest du kurz mogeln, ne? Wolltest du kurz mogeln? Wir stehen gerade an einer Raststätte vor einer Ladesäule, wo 50 kW draufsteht. Und am Anfang habe ich mich schon direkt aufgeregt. Einmal hier über die 50 kW, dann hier über die roten Kreise. Aber dann haben wir bemerkt, dass das Ding hier gerade im Aufbau ist und dass Eon so smart war und hingeschrieben hat, da geht noch mehr, wir arbeiten dran. Und da muss auch ein bisschen mehr gehen. Wir haben hier kurz eine Pause gemacht, weil mein Kameramann kurz zur Toilette wollte und ich mir einen Kaffee geholt habe. Hier steht mein Auto, das Drive ist immer noch da. Und eine Sache muss euch auffallen bei Elektrofahrzeugen. Hier vorne wird der Schnee nicht wegschmelzen, weil es hier vorne nicht warm wird. Und allgemein wird es an dem Fahrzeug nicht warm. Das ist ja der Vorteil bei Verbrennern. So, der Motor wird warm, gibt die Wärme ans Auto ab und kann sich so erhitzen. Hier passiert das wirklich nur über den Akku. Ansonsten, wie findest du hier die neuen Felgen? Eine Sache hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Das hier sind selbstverständlich optimierte Felgen. Sind zwar auch Audi RS-Felgen, sehen aber nicht wie Audi RS-Felgen aus. Und dem CW-Wert, dem Luftwiderstand, gerade so diese flachen Dinger, da kommt man auch ein paar Kilometer weiter. Und ich würde sagen, wir sollten jetzt auch weiterfahren. Denn Berlin ist calling. Yes, yes, Freunde, wir haben noch genau 51 Kilometer vor uns, wie man hier sehen kann, haben glücklicherweise noch Elektrizität von 76 Kilometer im Tank bzw. im Akku und werden wohl höchstwahrscheinlich die Route schaffen von 280 Kilometern Hannover und den Ionity Charger südlich von Berlin. Ihr seht ja, dass ich direkt so ein kleines Lächeln im Gesicht habe, dass wir hier nicht zwischenladen müssen bzw. Ja, irgendwo stehen bleiben. Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf den Ladetest gleich. Also wenn der bei diesen Temperaturen von 0,5 Grad den Ladepeak von ungefähr 270 kW hinbekommen sollte, 270, 260 kW, dann auf jeden Fall mein allergrößter Respekt. Meine lieben Freunde, merkt euch, wenn ihr euch ein Elektroauto bestellt, dann auf jeden Fall mit der Wärmepumpe. Weil gerade bei diesen Temperaturen werdet ihr den Unterschied merken. Also wenn wir jetzt wirklich mit einem kalten Akku, ohne Wärmepumpe, ohne den Akku vorzutemporieren, an eine Ladesäule ranfahren würden, würden wir niemals diese Höchstwerte hinbekommen. Ich hoffe, wir bekommen es jetzt einigermaßen hin. Also wenn ihr so knapp über 200 kommt, bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Wie war die Fahrt für dich, Philipp, bis dato? Also sehr, sehr entspannt, muss ich sagen, mal wieder. Also die besten Temperaturen und wir schaffen es halt echt ohne anzuhalten. Und Freunde, hier, wir haben die Heizung ist an. Wir haben es hier 24 Grad drin, auch wenn das Ding auf Eco ist. Philipp hat jetzt wieder die Arschheizung angestellt, weil es ist mittlerweile warm geworden. In E-Autos braucht man nicht zu frieren. Lasst verdammt nochmal bei Kälte eure Heizung an. Das ist ja kein Zustand, wenn man hier kalt mit Mütze, ey, wohin? Was für ein Schwachsinn. Letztens hatte ich mit einer Person eine Diskussion gehabt und die meinte zu mir, die größten Geier sind die reichen Leute. Und viele reiche Leute können sich ja nur diese E-Autos leisten zurzeit, weil noch nicht so viele günstige E-Autos auf den Markt gekommen sind. Und die Situation war genau vor einem Ikea, weil Ikea bietet immer noch kostenloses Laden an und ich schwör's euch, ich bin noch nie in den Genuss gekommen, kostenlos an einer IKEA-Ladesäule zu laden. Und da standen wirklich so, ich will jetzt nicht sagen reiche, aber gut betuchte Menschen in ihren teuren SUVs in Schlange und haben da ihre Elektroautos aufgeladen. Und da meint die Person zu mir, ey, die reichsten Leute sind die größten Geier und Freunde, mach mal langsam hier die ganzen Ladesäulen frei für Menschen, die wirklich was in dem Moment bei IKEA gekauft haben. Damals konnte man ja noch bei Lidl kostenlos laden. Ey, und wie oft war ich bei Lidl einkaufen
und konnte einfach mein Auto nicht laden, weil da irgendwelche Schnorrer rumstanden. Und das hat dieses ganze System kaputt gemacht. Da haben wir einen BYD. Ich freue mich schon auf die nächsten beiden Fahrten. Einmal mit dem Dolphin und einmal mit dem, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Ist eine viertürige Limousine. Aber ich werde mich natürlich bestens vorbereiten und euch die beiden Autos dann vorstellen. Ja, Freunde, wir brauchen nicht zwischenzuladen. Lass uns kurz nochmal in die Werte hier reingehen. Also, wir sind durchschnittlich 111 km/h gefahren. Haben natürlich mehr als 160 km zurückgelegt, weil ich das Ding erst zu spät resettet habe. Und haben durchschnittlich 24,7 Kilowattstunden auf 100 km verbraucht. Und das geht voll klar. Also gerade hier um den Gefrierpunkt ist ein Topwert mit einer Reisegeschwindigkeit von 140 km/h. Und Freunde, einmal bitte unten in die Videobeschreibung rein oder in die Kommentare. Findet ihr, dass 140 km/h schleichend ist? Also für mich ist das eine vernünftige Reisegeschwindigkeit. Am liebsten fahre ich, wenn es natürlich die Gegebenheiten zulassen, 160 auf der Autobahn. So zügig, entspannt. Du hast ja auch einen e-tron GT unterm Arsch, der 530 PS drückt. Aber Digga, mit 140 so ist das auf jeden Fall kein Schleichen. Und man sieht auf jeden Fall sehr, sehr viele E-Autos mittlerweile auf den deutschen Autobahnen. Und mal gucken, wie sich das alles in Zukunft entwickelt. Wir sind gleich wieder kurz vor der Ladesäule hier an der Kamera. Bis gleich, meine lieben Freunde. Freunde der Sonne, wir haben jetzt die magische Grenze von 50 Kilometern erreicht. Also gleich bekommen wir vielleicht sogar die Schildkröte rein. Wir haben es noch 25 Kilometer, sollen hiermit jetzt noch 49 Kilometer kommen. Alles noch im grünen Bereich. Bei Audi, die haben das ziemlich cool gemacht über das Hauptnavi. Man sieht hier quasi die Grenze, bis wo weit man noch kommt mit dem aktuellen Tank und wenn man bei der Fahrtweise bleibt. Was sehr, sehr wichtig ist, gerade bei Audi, da dieses Fahrzeug eine Wärmepumpe hat. Fahrt nicht mit den Google bzw. Apple Navi über CarPlay, fahrt nur mit dem Audi Navi. Das hier ist keine bezahlte Werbung, meine lieben Freunde, denn erst wenn ihr hier den High Power Charger anwählt, hier oder hier, weiß das Auto, dass ihr gleich laden wollt und wird dementsprechend den Akku vortemperieren. Ich habe einen Kollegen, der fährt ebenfalls ein Audi und meinte, ey, ich bekomme nie die Ladewerte hin. Bin ich einmal mit ihm mitgefahren und habe gesehen, ey, der fährt die ganze Zeit mit seinem Google Navi und das Auto kann da gar nicht vortemperieren. Deswegen ganz, ganz wichtiger Hinweis, der euch sehr, sehr viel Lebenszeit an Ladesäulen ersparen wird, gerade bei Audis, bitte draufklicken und das Auto so vorkonditionieren. Andere Hersteller haben das per Klick, dass man weiß, okay, in 10 Kilometern fahre ich an den High Power Charger, dann per Knopfdruck den Akku vortemperieren und dann werdet ihr sehen, dass sich die Ladewerte oder die Ladegeschwindigkeiten dramatisch verändern werden. Kleiner Wink an Mercedes-Benz. Ich habe gehört, beim EQS keine Wärmepumpe drin. Oh mein Gott. Im Sommer alles schön und gut, aber im Winter kann es wehtun. Und dann ist man hier mit so einem Audi e-tron GT so von 5% auf 80% in unter 20 Minuten sehr, sehr gut bedient. Jetzt sind wir hier an der Tankstelle angekommen. Boah, wie gerne würde ich jetzt an die Zapfsäule reingehen und einfach das Auto so voll tanken. Nein, Spaß, meine lieben Freunde. Aber was man nicht vergessen darf, wir sind jetzt mit dem Fahrzeug genau 280 Kilometer gekommen, haben noch eine Restreichweite von 25 Kilometern. Mit einem Standard-Diesel würden wir locker das Doppelte weit kommen und hätten da jetzt auch nicht den Ladedruck. Was man aber auch nicht vergessen darf, nach Berlin komme ich mit der Kiste im Winter auf Winterreifen mit einer Geschwindigkeit von über 140 Kilometern oder ach, da sind die Säulen. Und dann komplett, ach, hier rumfahren. Ah, die machen das immer so kompliziert mit den ganzen Ladesäulen. Also auf jeden Fall würden wir quasi von Hannover nach Berlin kommen, wie man sieht. Wir sind hier in Berlin, wir sind sogar ein Stück weiter gefahren und könnten jetzt unseren Termin wahrnehmen und ohne eine Ladepause dann wieder zurück nach Hannover fahren. Auf komplett entspannt. Stell dir vor, die eine wäre jetzt auch noch besetzt. Dann müssten wir hier warten. Und dann hätten wir den Salat. Dann hätten wir genau das, was sich alle Diesel-Dieters und Diesel-Davuts nicht wünschen bzw. erhoffen bei Elektrofahrzeugen. Ah,
Du brauchst zwar nur 20 Minuten zum Laden, aber musst dann auch 20 Minuten da stehen. Hier vorne, dann stecke ich das Auto jetzt mal an und wir checken den Ladewert. Also, warte, lass noch mal hier in die Werte reingehen, damit wir es hier ganz genau haben. Batterie laden werden wir gleich machen. Ich habe natürlich ein bisschen zu spät resettet. Also 24,9 kW verbraucht er auf 100 Kilometern bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 111 Kilometern mit Winterreifen. Und wir sind gerade sehr, sehr gut durchgekommen, oder nicht, Philipp? Und nochmal, ja. Also das war echt gut. Alles klar, Freunde. Und jetzt werden wir schauen, ob er die Ladeleistung abrufen kann und wir an die 270 kW rankommen. Und was denkt ihr, wie lange werden wir jetzt von... Warte, bei wie viel Prozent sind wir? Ich denke mal, wir sind gerade bei 5%. Zack, erstmal hier reinkommen. Ne, bei 8%. Also, wie lange werden wir von 8% auf 80% brauchen? Was ist dein Tipp? Von 8 auf 80% bei dem Wetter, also bei dem Wetter mit Vorkonditionierung. Ich glaube, 20 Minuten, 18 Minuten mehr, wenn ich kann schaffen. Glaube ich auch nicht. Ja? Okay. Ich denke so, keine Ahnung. Wobei, ich denke 20 Minuten. Genau 20 Minuten. Ja, okay, dann sind wir uns einig, glaube ich. Check mal ab, meine lieben Freunde. Freunde, wir halten hier die e-tron-Ladekarte ran. Noch habe ich den Tarif mit 35 Cent pro Kilowattstunde. Ich öffne mal den Tankstutzen. Das Drive steht da immer noch. Und lasst euch nicht von der schönen Sonne hier blenden, meine lieben Freunde. Wir haben es immer noch 0 Grad. Bitte einmal draufhellen. Und jetzt, Philipp, bitte einmal den Wert hier abchecken. Das nervt aber auch, so dass man wirklich immer erst Minimum eine Minute kommunizieren muss mit dem Fahrzeug oder das Auto mit der Ladesäule. Krass. Bei wie sind wir schon? Okay, 90, 100, 140, 150, 180, 190, 200. Boah, der schießt gut hoch. Aber ja, der ist vorkonditioniert, meine lieben Freunde. 241 kW. Ich hoffe, dass wir noch über 250 kW kommen. Warte, ich halte so lange die Kamera, während du dir deine Jacke anziehst. Ich merke schon, dass du am Zittern bist. Okay, 215 erreicht. Der Wert kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen. Boah, wenn wir jetzt noch an die 260 kW kommen, dann hat der Audi e-tron GT mit dem vorkonditionierten Akku. So, jetzt keine Rekorde gebrochen, aber Digga, bei 0 Grad, krass. Den Wert, also Respekt an Audi, Respekt an Ionity. Schaut mal, Freunde, hier alle vier Ladesäulen sind gerade auch blockiert, also so ist das nicht, dass man sagt, dass sich irgendwer irgendwas wegnimmt. 255, guck mal, wir stehen hier so wie Bescheuerte und freuen uns über so irgendwelche Zahlen. Ich war letztens mit jemandem im Auto und dachte sich, die Person dachte sich, bist du bescheuert, was guckst du die ganze Zeit drauf, machst so. Das ist so ein bisschen so die neue Formel 1 geworden. Guck mal, 256. Komm, einmal 260. Gönnst du uns noch, Bro? Schieß noch einmal kurz hoch. Und schau mal, das Ladeplateau ist ja auch, guck mal, 257 hat man gerade kurz gehabt. Das Ladeplateau ist ja auch krass. Guck mal, der ist permanent über 240. Und deswegen ist der Wagen dann auch wieder so schnell aufgeladen. Ja, ich glaube, das war jetzt das Peak, glaube ich. Jetzt können wir auch unser normalen Geschäft hier machen. Ich gehe am besten kurz auf Toilette und wir treffen uns hier bei 75%, 80% wieder und dann schauen wir genau, wie lange wir gebraucht haben. Weil Freunde, ab 80% kommt da so eine Drosselung rein, damit der Akku geschont wird, gerade beim High-Power-Charging. Bis gleich. Okay, dann filmen wir hier auf den Wert. Okay, wir sind jetzt bei genau 19 Minuten, haben 61 kW nachgeladen und sind bei 79%. Wir haben vorhin gesagt, du hast so knapp über 20 gesagt, ich habe genau 20 gesagt, wenn der Audi e-tron GT es wirklich hinbekommt, in 19 Minuten auf 80% zu kommen, dann hat er auf jeden Fall meinen Wintertest geschafft, bestanden und Respekt, er hat es hinbekommen. Ist auf jeden Fall ein mega starker Wert. Er lädt immer noch mit einer Geschwindigkeit von hier 86 kW, was ich sehen lassen kann. Und den Wintertest, würde ich mal sagen, hat er mit Bravour gemeistert. Und Freunde, wie vorhin schon gesagt, Wärmepumpe mitbestellen. Ganz, ganz wichtig. Die Kilometerzahl hat er geschafft. Wir sind im Sommer.
bei ca. 400 Kilometer gelandet. Im Winter jetzt bei ca. also 280 Kilometer, 20 Kilometer wären wir noch gekommen, bei genau 300 Kilometer. Das sind 25% weniger. Das lässt sich auf jeden Fall verkraften, aber man sollte es im Hinterkopf behalten, meine lieben Freunde. Und wenn ihr euch einen Diesel kauft, kommt ihr bestimmt doppelt und dreifach so weit. Und Freunde, wir werden uns jetzt hier weiter auf die Fahrt nach Berlin begeben. Der Highspeed-Test einmal unter der Beschreibung, der effiziente Test im Sommer ebenfalls unter der Beschreibung. Mein Name ist Daoud. Macht's gut, ciao.